Aufnahme und dann geht's an der Stelle direkt wieder los. Ja, Ratterwald. Habe mir mal kurz was zu trinken geholt. Und bin einigermaßen fit und vorbereitet. Ich gucke immer mal wieder auf die Uhr, auch sprich in Bezug auf das EM-Spiel heute Nacht, was jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem wir das jetzt gerade hier streamen, heute Abend läuft, Italien gegen England. Wir haben es mal ganz kurz im Discord gehabt, ich mit den Jungs. Und keiner von uns. Also alle von uns wollen, dass eigentlich Italien gewinnt, weil die englische Fangemeinschaft und auch die englischen Spieler haben sich etwas daneben benommen. Aber mehr die Fans an der Stelle, mehr die Fans. Und das, ja, kam alles sehr toxisch rüber und ist auch sehr toxisch gewesen, auch in den Medien und alles. Die Leute wollen eigentlich nur, dass England eben nicht gewinnt. Und wenn dann an der Stelle Italien gewinnt, ist es auch völlig okay. Naja. So. Auf jeden Fall machen wir hier weiter. Ich habe jetzt auch erstmal gesagt, ich gucke mich aber nochmal schön ein bisschen um. Und nehme noch ein paar Gräser mit und alle möglichen Heilmittel oder sowas. Das. Ich dachte, das wäre ein Stückchen Erz. Das sah vom Weiten so aus. Ihren Kutku, den machen wir natürlich auch gleich mit. Ich brauche zwar von dem keine Items mehr, ich brauche von dem auch keinen Mats mehr oder irgendwas, aber ich nehme den trotzdem mit, den Jungen. Unser Team ist mittlerweile richtig stark. Ich denke, wir werden auch etwas überlevelt sein für die Umgebung jetzt an der Stelle. Aber es ist trotzdem nice, dass wir das jetzt an der Stelle, dass wir so gut vorbereitet sind. Weil ich kann mir vorstellen, jetzt kommen so mal langsam mal die ersten paar fiesen Bosse. Das Puki Puki, was wir zuvor hatten, das war jetzt, sage ich mal, jetzt kein mega schweres, aber es hatte immerhin schon zumindest mehrere Teile, die man angreifen konnte. Mehrere Teile zum Brechen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Monster, die jetzt langsam kommen, diese Mechanik öfters haben, dass man darauf achten muss, verschiedene Teile anzugreifen, damit deren Spezialangriffe und so ein bisschen schwächer werden etc. Ich kann mir vorstellen, das passiert jetzt öfters. So, der macht jetzt garantiert sein komisches Steinschild-Gedöns, ja. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, mein Angriff kommt davor. Aber so oder so viel platt gemacht. Alles gut. Mega Man. Ich habe es gerade nochmal gesehen. Mega Man. Als unser Velocity drum. Als unser Ulti-Velocity drum. Ich bin jetzt echt gespannt übrigens. Und ich bin gespannt auf folgendes Gedankenexperiment, was ich gerade habe. Wenn du verschiedenste Viecher hast mit Regenbogen-Gen, kannst du diese dann wiederum, diese Regenbogen-Gene übergeben an andere Monster. Ich glaube, man hat vorhin etwas in der Richtung gesagt. Deshalb gucke ich mal ganz kurz. Angriffsarten. Einrichtung Feld, Monsterbau. Riding. Schneller Finish. Also ich hätte an der Stelle erwartet, dass es jetzt. Ah, besondere Gene hier. Seit jeder anderen Farbe oder jedem anderen Monster. Ein Monster kann immer nur ein freies Bingo-Gen haben. Okay. Verstehe. Also ich kann jetzt nicht einfach da neun von diesen Regenbogen-Genen nehmen und ein Monster reinpflanzen. Okay. Schade. Aber das macht natürlich diese einzelnen Viecher besonders. Und natürlich langfristig für unser Playthrough hier interessant. Von dem her nehmen wir mit. So, immer mal gucken, dass die Kleinen erstmal weg sind, bevor ich mich um den Großen kümmere. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Damage vom Großen fresse, aber ist egal. Aber da habe ich jetzt mittlerweile eine Konterfähigkeit tatsächlich auf meinem Schwert und Schild drauf. Das ist echt cool.
Ich hätte erwartet, dass ich das, wenn dann nur auf sowas habe wie Großschwert oder sowas. Hm. Interessant. Ja, wunderbar. Bis jetzt keine großen Schwierigkeiten tatsächlich, was Dings betrifft. Die normalen Kämpfe. Ich denke, bei Bosskämpfen werden wir ein bisschen ins Schleudern kommen. Weil da natürlich wieder ein bestimmtes Gimmick oder sowas im zugange ist. So, schauen wir uns mal hier um. Vielleicht gibt es auch das eine andere Item hier. Machen wir kurz mal einen von diesen wunderschönen Sensor-Dingern. Da sind ein paar Viecher hier unterwegs. Wieder eine Gruppe von Viechern zu klopfen. Ach, wieder ein Villager rum. Relativ uninteressant, die Viecher mittlerweile. Ja, da hinten könnte irgendwas Interessantes sein. Nope. Nichts der Art und dergleichen. Ich denke auch Funny Bird werden wir eine Weile behalten, auch wenn das jetzt eines von den Storyviechern ist. Wahrscheinlich gibt es da auch eine bessere Version, aber ich bleibe jetzt erstmal eine Weile bei unserem kleinen freundlichen Funny Bird. So. Aber das Village Rom, das könnte potenziell etwas sein, was ich sogar länger haben werde. Es einerseits hat es eine Sprungfähigkeit, andererseits hat es dieses Regenbogengehen und ich kann mir vorstellen, dass die Stats von dem auch ziemlich gut sein werden später. Aber wie lange? Das wird sich noch zeigen. Hängt davon eigentlich ab, was sonst noch für Viecher gibt. Sobald es Nagakuga gibt, werde ich natürlich alles auf Nagakuga umstellen, weil Nagakuga ist mein Lieblingsviech. Mein Lieblingsmonster. Fand ich schon im ersten Teil, fand ich das geil. Da habe ich ein grünes Nagakura gehabt. Das war die Definition einer Glaskanone. Hat nur ein, zwei Angriffe ausgehalten, aber wenn er mal einen Angriff gelandet hat, dann war direkt der Boss zu dreiviertel am Arsch. Das war richtig cool. Das Ganze gepaart mit einer entsprechenden Rüstung, dass er seine Ulti früher zünden kann. Seine Ulti, die Nagakura Ulti Attacke, die war richtig, richtig cool. Sah richtig geil aus. Ich will das nochmal sehen. Ich will das jetzt in 4K Full HD Fernsehen, möchte ich das sehen. Richtig, richtig schönes Ding. So, jetzt noch irgendwas Seltenes. So. Geht immer weiter das Ding hier. Immer weiter. Aber es sieht auch nur ein einzigartiges Gebiet aus. Also im Vergleich zu den meisten Wäldern und Höhlen, die wir besucht haben, wirkt das schon sehr besonders hier. Einfach ein Yangaruga. Yankutku. Okay, da mal die kleinen Käfer wegmachen. Ja, ich bleib jetzt erstmal auch ein bisschen auf Dings. Auf Jagdhorn. Das ist dann doch recht praktisch an der Stelle. Gerade gegen diese kleinen Schalenviecher. Die müssen erstmal weg. Ich bin noch nicht mal sicher, ich erinnere mich dunkel, dass der Yankutku sogar in der Lage war, diese Conchus, diese Käferviecher, zu fressen und sich eventuell dadurch zu heilen. Falsche Rüstung gerade dran für dieses Viech. Und eigentlich auch die falsche Waffe. Naja, egal. Machen wir doch einfach mal hier aufladen. Ich habe gesehen, dass Kana mich an der Stelle heilen würde. Mit dem Kraut, von dem her hat es mir schon gepasst an der Stelle. So, Teil gebrochen, er ist am Boden. Könnte ich eigentlich auch machen. Wir werden es auf jeden Fall relativ schnell beenden dadurch. Ich habe eigentlich extra aufgeladen, damit ich hier an der Stelle gleich einen Lähmungsangriff machen kann, aber denkst du, das Spiel hat andere Pläne gehabt an der Stelle. Ja, 1908 Damage. Alter. Nicht schlecht. Ja, GG, easy, ne? So. Ja, ich kriege hier relativ viel Zeug. Ich würde mal vorschlagen, wenn ich dann die ganzen... Wenn wir dann zurück ins Dorf gehen, da erstmal ein paar Sachen zu pushen, ein paar Sachen zu verbessern.
Wie sonst sind wir bald da. Oh, da kann man runter, okay. Gehe ich auch mal kurz hoch und nehmen wir mal das Erz mit, was da ist. Hier hätte ich vermutet, dass ein Boss kommt. Und da ist das Erz. Uah. Da hätte ich zum Beispiel auch erwartet, dass da irgendwas Verstickeltes ist. Auch immer mal wieder da, wo ich eventuell auch wieder hochklettern kann, dass ich da nicht runterspringe, sondern ja da, wo ich unter Umständen gar nicht hinkomme. Aber egal, war jetzt nichts Besonderes. Oh, konnte schon fast angerempelt. Na, hier scheint es nichts Interessantes mehr zu geben. Nee, passt. Dann gehen wir weiter. Oh, noch ein Gengaruga. Why not? Why the hell not? Direkt wieder rüber wechseln hier. Bam. Show me what you got. So, dann bei dem müssen wir natürlich auch wieder gucken, dass er hier gleich seinen Kopf zerbrochen kriegt. Ich habe zwar jetzt an der Stelle die falsche Waffe drin, aber ich hatte eigentlich gehofft, genau das, was der jetzt gemacht hat, hier seinen Kopf zu brechen mit der Waffe. Aber so ist das nun mal. Gibt schon zu gefühlt, okay. So, auf Bogen wechseln. Falscher Bogen drin, aber wie gesagt, kann man manchmal nicht vorausahnen. Ich würde aber auch vielleicht den Bogen mal gleich wechseln hier. Na, es kann sein, dass sie den killen, bevor ich da überhaupt was machen kann hier. Ja. Das sieht so brutal aus. Kommt er mit einem Stein. Bam! Auf die Fresse mit dir! Ich wechsle ein bisschen meine Ausrüstung. Ein klein bisschen, aber ich merke, der Bogen, der passt einfach meistens nicht zu dem, was ich eigentlich machen will. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dingsbogen ziemlich gut ist, tatsächlich. Ah, nee. Aber das Schnellfeuer-Giftbeschichtung, okay. Das nächste, was da an der Stelle rankommt, ist natürlich Dings. Aber da habe ich Ausbreitung. Ausbreitung finde ich halt praktischer. Für den Boss vielleicht nicht so praktisch. Nicht so gut, aber passt schon. Dann wechsle ich auch nochmal auf die Waffe. Weil, ja, das bisschen mehr Crit Rate und sowas, das passt jetzt gerade nicht unbedingt rein. Aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil es gibt bestimmt die ein oder andere Situation, wo ich auch alte Waffen brauchen kann, alte Jagdhörner. Einfach nur wegen den Effekten, die sie da drauf haben. Das passt eigentlich ganz gut. Beschleunige mal kurz. Wir wissen schon, bei den Viechern brauchen wir nicht so arg aufpassen. So, einen kleinen mal weggeräumt, sehr schön. Und schon weggekillt, bevor ich was machen konnte. Passt. Ja, es dauert halt trotzdem ein bisschen lange mit dem Leveln bei den kleinen Viechern, das merke ich dann doch.
Aber es immerhin geht es langsam hier vorwärts. Ein ziemlich großer Dungeon hier tatsächlich. Nicht gedacht. Hat aber tatsächlich recht lange, bis man hier von A nach B kommt. Ich weiß auch noch nicht einmal, ob ich gerade richtig unterwegs bin. Mein Hauptproblem. What's over there? What's going on? Ah, so ein Felünebau. Ah, tatsächlich. Kuckuck. Eigentlich will ich mit dem reden. Kann ich mit dem nicht reden? Anscheinend nicht. Kann mit dem nicht interagieren, warum? Die habe ich aber, glaube ich, schon mal gesehen, diese Ruine. Ich glaube, das haben sie schon irgendwo dann bei manchen solchen neuen, normalen Bauen mal copy-pasted. Ignoriere die Jungs mal kurz. Was Interessantes. Geh mal den Weg entlang, den da weiter. Ob es da irgendwas Interessantes gibt. Im Moment bin ich nicht sicher, wohin ich gerade unterwegs bin. Ob das passt oder nicht, wo ich gerade hinlaufe. Aha. Da sind wir tatsächlich jetzt schon Richtung Ziel. Ich habe aber jetzt den Eindruck, ich habe ein paar Sachen verpasst hier. Diesen ganzen Bereich hier. Da gehe ich mal kurz hin. So, ich versuche dann die Viecher mal hier ein bisschen zu ignorieren. So, und dann jetzt hier eigentlich an der Stelle nach oben. Konnte ich aber nicht ahnen. Ich habe eigentlich an der Stelle erwartet, dass es jetzt nach oben Richtung Story geht. Aber da ging es tatsächlich... Oh, gerade da ging es eigentlich an der Stelle rüber zum Dings. Oh, Poké! Ich wechsle mal kurz meine Ausrüstung. So, optimiert auf Zerstörung von... komischen Viechern, Leichtmonster und wir sind bereit. Und okay. Den muss ich sowieso machen an der Stelle. Von dem ist es mir gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so unpraktisch an der Stelle. Direkt vergiftet. Vielleicht macht es aber an der Stelle mal kurz selber ein Gegengift auf sich selbst. Wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit. Es ist gut, dass ich auf seinen
seinem Körper mal einen schönen Damage mache. Hat's überlebt. Okay, ich will mal schnell einen V-Ball werfen. Wunderbar, zieht sich zurück. Können wir vielleicht nochmal ein besseres Poké-Poké holen. Dürfte an der Stelle auch nur das Nest sein, ja, da ist er. Gut. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ja, ist mir egal, ob du vergiftet bist. Bist du nicht lange. So. Ja, haben wir noch was Glänzendem Ausschau. Aha. Okay, sie sind alle weg. Perfekt, was für ein Timing. Ja, die wollte ich hier an der Stelle mitnehmen. Lieber was, eins von den guten Dingern hier. Kann ich theoretisch meinen Giftboy direkt austauschen, je nachdem. So. Jetzt habe ich aber eigentlich nur gegen den gekämpft, ne? Jetzt habe ich ja sonst nichts hier gemacht. Ich guck mal kurz, ob da noch irgendwas Nettes unterwegs ist. So, nochmal 1010. Gut, gut. Kohle ist immer gut. Gerade für unseren Zeitraum, wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Wir versuchen gerade Waffen zu verbessern und sowas. Von dem her ist es völlig in Ordnung. Wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, okay, das ist eine kleine Abkürzung. Ne, brauchen wir nicht. Wir sind ja schon da, wo wir hinwollen. Okay. Monster ändern. Ausrüstung ändern. Und weiter geht's. So. Kudo ist halt eben mein Schatzi. Oh. Ich frage mich, was man mit den kleinen Viechen machen kann. Komm schon. Da muss auch irgendwas drin stehen darüber. Feld. So verfolgen. Ein Spouter. Ridings. Nichts über diese kleinen Viecher. Kann man die irgendwie als Haustiere mitnehmen oder sowas? Ich mochte das zum Beispiel bei World einfach an der Stelle, hast du einfach mal solche Wildviecher gefangen, solche kleinen possierlichen Knüllteile. Dann hast du einfach die in dein Haus gestellt. Die sind ein bisschen rumgelaufen und so. Das war süß. So süß. So, gucken wir uns mal gleich Richtung Story weitergehen. Die Viecher ignoriere ich mal. Gibt es nichts Interessantes für mich? So, dann gehen wir gleich zum Rattalos-Bauer. Nebenbei mal Erz gefunden noch. Ja, wir scheinen fast da zu sein. Okay. Und schon mal gewisserweise angekündigt, dass wir hier einen Bosskampf gleich vor der Nase haben. Bin ich mal gespannt. Okay. Den mache ich mal im Vorausblatt, weil dann kann sich das Veggie drum in dem was anderes kümmern. Genau, passt.
Ja, Schwanni ist auch an der Stelle das, was ich jetzt eher machen wollen würde. Komischerweise den Schwanni mache ich am besten mit dem Hammer platt, während ich zum Beispiel den Kopf jetzt eher, wie es aussieht, mit Dings mache, mit Schwert. Bisschen durcheinander. Gerade falsch herum hätte ich jetzt eigentlich das gedacht. Aber okay. So, Waffe wechseln, Jägermesser, let's go. Diese Attacke. So. Machen wir doch einfach mal hier. Ich würde sich jetzt hier ein paar von den Dingern gönnen. So, jetzt mache ich Bindungskampf gegen seinen Kopf. Alles gebrochen an der Stelle und besiegt. Wunderbar. Genauso wollte ich das haben. Genauso. Und er zieht sich zurück auch noch. Ich meine, wir können uns mal nochmal fix und Ei holen. Wenn es sowieso auf dem Weg ist. Aber das war jetzt ein optimaler Fall. So wollte ich es eigentlich gerne haben. Oh, sogar hinter uns. Okay. Warum auch immer. Okay. So, jetzt gibt es schon mal ein seltenes Mineral. Anti-Stinken. Ah, okay, dann ist es ein Talisman gewesen gerade. Ja, dann zeig mal, was hast denn du so schönes im Nest? Da ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Aber es gibt keine Ei mehr. Na gut. Opfer für Exodia. Oder für Mega Man. So, passt, weiter geht's. Ich bin gleich sehr gespannt, was wir für einen Boss treffen oder was wir für ein Viech treffen. Kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt Art oder selber ist, sondern irgendwas anderes. Vielleicht ist es ja auch das Onion Art. Dann brauche ich jetzt eigentlich gleich eine Feuerrüstung hier und habe keine. Ja, sind fast da, wie es aussieht, ja. Ui, hier leuchtet das Wasser. Was geht denn hier? These are sacred grounds. Your grandpa passed away, but his Rathalos came back. Besides Red, Guardian Ratha would never let anyone else ride him. I'm sure he's waiting for Red to come home. That's what Chief Gaara always said. But this Red guy's not around anymore, right? So why? The truth is, once a monster forms a bond with a rider, it never forgets them. Okay. Remember that strange light when Guardian Ratha left? Something must have happened then. Otherwise, Guardian Ratha would never have abandoned the island. Okay, let's take a look around. Yeah, leave it to me. My nose knows there's something here. Spähkäfer, oder? Oh, da ist tatsächlich jemand. Ach, guck mal an, das Mädchen vom Intro. Is it? Red. Was für eine Begrüßung. Hi. I can't believe my eyes. Who are you? I'm sorry to say, but this isn't Red. Of course. There's no way it could be. Hmm. It's just those eyes look like Red's.
Wir können ruhig so weitermachen, also. Kana, ich bin mal ein bisschen hier. Red passed away a long time ago. Hm. I know. It's just I actually came to see Guardian Ratha. Red gave me something to bring back here. Something from Red? Ich glaube, jetzt haben wir erstmal andere Probleme. Hi. Oh, da haben wir unseren Anjanat. Und ich habe natürlich die falsche Rüstung. Na ja, gut. Bosskampf, Bosskampf! Die Pose können sie einfach nicht sein lassen, ne? Naja, gut. Uff, mega, mega angenannt. Okay. Da verschiedene Teile, die man angreifen kann, bis jetzt sehe ich zumindest nichts. Scheint aber irgendwie Rage-Modus zu haben oder irgendwas in der Art. Wäre vielleicht auch kein Fehler, mal an der Stelle mal kurz einen Gruppenbuff rauszulassen. Einen kleinen Verteidigungsbuff. Geschwindigkeitsangriff hätte ich jetzt aber auch nicht vermutet. Hammer ist nicht der Weg. Gift ist wirkungslos bei ihm. Natürlich auch den Feuerbogen jetzt hat er nur dabei. Deshalb an der Stelle nicht, wenn er jetzt mehrere Teile hätte, könnte ich das jetzt besser nachgucken, aber... jetzt ein bisschen drauf verlassen, dass der Lähmungsangriff vielleicht funktioniert. Bogen scheint die Waffe zu sein gegen den. Aber er macht immer Geschwindigkeitsangriffe. Gefährlich. Ja, bleiben wir bei Funny Bird. Okay. Jetzt macht er Kraftangriffe, okay. Okay. Ja, zum Glück macht ihr jetzt gerade einen Ride, von dem her passiert da nicht viel. Okay, gib nur die. Ich hätte es vermutet, dass man da einen Kopftreffer machen kann, aber kann man anscheinend nicht. Auf wen zielt er oder auf was zielt er gerade? Das kann ich nicht wirklich sagen an der Stelle. Ich glaube auch, wir haben auch keine Gebuffs mehr. Also jetzt tatsächlich doch mal vorsichtshalber mal buffen. Na, ich weiß nicht, ob er jetzt an der Stelle gleich loslegt mit einem Feuerangriff. Mhm.
Oder macht einen Feuerangriff. Ah, da lädt ein Angriff auf. Okay. Dann Waffe wechseln. Jägermesser. Einmal ein Block. Es wäre zu schön gewesen, wenn das gereicht hätte zum... nur 7 Damage. Übrigens, nice. Okay. Das ist ziemlich gut überstanden. Ich kann mal an der Stelle mal kurz die Verbrennung heilen. Ach, da war nicht. Und der macht schon wieder direkt wieder einen Angriff, wie es aussieht. Für die ganze Gruppe jetzt. Ja. Ich jetzt alle verbrannt. Ja, wir kämpfen mal lieber das Viech und die anderen versuchen sich mal hochzuheilen, beziehungsweise Bindung zu stärken hier. Hm, reicht noch nicht ganz. Ah, bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's. Ich weiß nicht, wie viel HP der Gute hat. Oder was gleich auf einen zukommt, aber... Versuch mal, den Kopf zu brechen. Ah, okay, das hat sie jetzt geschafft. Sehr gut. Hm, jetzt war... Das reicht noch nicht zum Weitern, okay. In der nächsten Runde können wir dann jetzt ein Doppel-Ulti machen. Okay, verbreitet schon wieder seinen Angriff wahrscheinlich. Ist aber egal. Genau, wir machen jetzt Doppel-Ulti und fertig. Bin ja vollkommen dabei. Ist auch irgendwie spannend. Ich habe jetzt einen ganz anderen Bindungsstein als die meisten. Zumindest einen anderen Bindungsstein als Kaya. Schauen wir mal. Ach, keiner. 500, 600 Damage. Leider kein effektives Element dagegen. Und 1000 Damage. Knapp. Ich hätte auch an der Stelle einfach wechseln können auf den Bogen. Könnte ich aber auch noch machen, jetzt danach. Okay, noch ist er da. Ah, aber auch schon ganz schön am Sack. Ich mal kurz die Waffe. Auch wenn das Element jetzt überhaupt gar nicht gut passt, aber... Ja. Ich weiß schon, warum ich mache, was ich mache. Okay. Puh. Er war schon etwas heftiger als die meisten. Neue Genslots, alles klar. Ja klar, die erreichen jetzt halt langsam mal die Level, wo sie die ganzen Genslots freischalten. Cool. Der war nicht so leicht. We did it, buddy! That was amazing. I wonder if it was thanks to that kinship stone. Das ist alles Skill, Mädchen. Alles Skill. Wow! The kinship stone powered up! Hmm. Seems like this one works differently than the ones I know. My old partner's kinship stone powered up after purifying the Black Blight. Es ist der gleiche Naviro. Black Blight. I've heard of that. There's no way it could have come back, right? Right.
Whatever's going on here, it's something totally different. It makes my fur stand on end. But this could be something even worse. It's like Chief Gara said. Guardian Ratha leaving must have started all this. Hmm. That's probably why the Anjanath lost control too. You okay, buddy? Ich würde nicht dort stehen, wenn ich du wäre. Just as I thought. You really are like Red. Meinst du, Red ist auch öfters einfach ins Maul von einem Monster rein und hat dann mal drüber gesteichelt? Your grandfather and I were friends long ago. Okay, Anna. He saved my life. It's something I want to show you. Follow me. Huh? Wait up! Aber mal kurz Real Talk, ne? Wenn das Viech da liegt, ne? Und es verwandelt sich nicht direkt in Knochen oder sowas. Ich würde da nicht in den Maul laufen und ich würde lieber von der anderen Seite kommen, ne? Also nur ein bisschen. ah, das ist Ei. Das Ei aus dem Intro. That's a Rathalos egg, isn't it? I hid it here so the hunters wouldn't be able to find it. Smells nice and fresh. For sure a peppy little monster. But the scent is a little different from a regular Rathalos, though. Guardian Ratha gave this to me before he left. He wanted me to take care of it. That's what it seemed like. Wait, what? These strange happenings aren't confined to this island alone. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Nobody knows where they're going. Monsters that are usually docile are acting aggressive. There are reports of people being attacked. It's terrible. So this is happening in other places too? That's right. The whole world is getting hysterical, and that's why I'm traveling around to find what's causing this catastrophe. Catastrophe? So when the ocean changed color and we saw that light, what was all that? Well, I don't know yet. But I think Red knew something. He spoke about an omen of disaster. A disaster? Here you are. Chief, out of nowhere. Over here! I saw the riders go this way! They've got to be hiding that Rathalos somewhere. Find them! Überall Jäger unterwegs hier, warum? The hunters believe we're harboring a dangerous monster. They won't stop until they've found what they're after. If they see this egg, we're gonna be in trouble! That egg. We should go to Ruto Village. The hunters can't harm us there. Ruto Village? It's where I live. Mm-hmm. It's a Wyverian settlement. Humans aren't allowed in without permission. The hunters won't be able to follow us there. Come with me, please. I just know this Rathalos will help us once it hatches. You want to come too? What's the matter? Are you scared? Ach, ist du das oder was? There is nothing to Red. Fear. It's a big world out there. But Rathalos will guide you. Na gut, okay. Mit der Brille sieht es aber schon komisch aus. Keiner trägt Brille in dem Spiel. Keiner. Absolut keiner. Ich werde es prophezeien. Keiner von denen trägt eine Brille. Aber Chief Gara. It's no mere coincidence. You were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. This is destiny. In Ruto Village, you can hear the legend of Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. Mm-hmm. The hunters were talking about that, right? A Rathalos with the power to bring ruin to the world?
So the legend goes. I have a feeling it has a connection to the peculiar occurrences of late. All right. Leave the hunters to me. I'd be lying if I said I wasn't nervous. But it'll work out. I'm sure you've got what it takes to make it through this. Nicht schubsen, ich habe ein Ei in der Hand. Right? Hm. Wird sie vermissen. Oh. You watch out for the newbie. Got that Navi. Your grandpa's determined eyes. Take good care of his kinship stone. Hmm. Go now. There's a boat at the bottom of the cliff you can use. Alles schon vorbereitet, Fluchtweg und alles. Verrückt. Ich hab noch Quests abzugeben. Nein! Let's go. That ship. Hey, where are they going? Bastard. Tsukino. I'm here. I need you to tail them. Mission accepted. Moon's blessing emerge. Ich habe den Eindruck, den werden wir jetzt ein bisschen öfter sehen in nächster Zeit. Oh, direkt mal ein Saven. Oh, man. Okay. Frage mich jetzt nur, was mit meinen Quests ist, die ich angenommen habe. Naja, gut. Wir werden dann schon merken. Hi, Freund von Kena. Süß. Wird sie vermissen. Mhm. So, und ich bin absolut sicher an der Stelle. Oh. So, was von einer trägt, das soll ich da. Ich vermute mal, ich habe übrigens die Demo nicht gespielt, für alle, die sich eben noch wundern. Habe ich jemals die Demo gezockt oder nicht? Nein, habe ich immer noch nicht. Aber ich kann sagen, wo ist mein Monsti? Oh, süß, man sitzt zu dritt hier. Ich finde vor allen Dingen, guck dir den kleinen Bastard an, der da ganz vorne sitzt, Alter. Die beste Sicht, Alter, ich schwöre. Ja, wobei, der guckt halt direkt auf den Schädel vom. Ja, gut. Ja, gut. Das ist irgendwie süß. Einen hier zu dritt auf dem Kuluyaku. Ich bin mein persönlicher Eindruck, man traut dem Mädchen ein bisschen zu schnell, aber ich denke, um das Pacing von der Story ein bisschen voranzubringen, hat man dann sich gesagt, ja nee, macht man dann wohl lieber nicht. Ist okay. Ich hätte halt erwartet, dass man irgendwie ein bisschen skeptisch gegenüber dem Mädel ist oder alles, aber nichts dergleichen passiert. Aber jetzt öffnet sich wahrscheinlich die Welt, jetzt haben wir wahrscheinlich viel mehr Viecher, viel mehr Gegenden und alles. Ich habe ja jetzt hier schon an der Stelle Lootrots. Und ich erwarte auch das erste Königslotrott relativ demnächst. Also ich bin schon überzeugt, dass wir jetzt hier so das ein oder andere neue Viech dann gleich zu Gesicht bekommen. Ah, direkt mal ein Crit hier. So, mal gucken. Na, das war's nicht. Ich kann mir vorstellen, wir sind gegen Bögen allergisch. Deshalb gehen wir mal kurz auf den Bogen. Okay, aber die benutzen Kraftangriff, alles klar. Feuer könnten sie auch allergisch sein, aber die machen Damage. Die Boys machen Damage. Oh, tatsächlich sind es Stumpfwaffen. Okay. Na gut. Die halten das aus. Oh, ho, ho, ho. Funny Bird, Alter. Hat schon fett Damage gefressen. Ach, ich glaube, die haben Wasserangriff.
glaubt ja an Wasserangriff und mein Funny Bird hat Schwäche gegenüber Wasser. Ha, ja, natürlich. Natürlich, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen, was wir machen. Funny Bird, müssen wir mal austauschen. Krass. Krass, krass, dass dieser Tag kommt, dass ich Funny Bird austauschen muss. Ich finde aber geil, diesen Namen. Ich brauche natürlich auch eine Wasserresistenz, wenn wir schon dabei sind. Schwachpunkt Wasser, ja, das ist ja das. Ich brauche eine Wasserresistenz hier. Die Rider-Ausrüstung hat ursprünglich Wasser, krass. Ich meine, die Poké-Rüstung können wir jetzt erstmal tragen. Ja, dann Antitoxin. Ja, ich muss halt jetzt auf was anderes wechseln, auf jeden Fall. Und ich denke mir eher, dass das mir eher was bringt. Da passt übrigens gar nicht mal so schlecht zu mir, ne? Das mit der Maske ist natürlich too much, meiner Meinung nach. Aber hier Dings finde ich gut. So. Das ist natürlich interessant. Jetzt wird man auch das eine oder andere Viech treffen, was natürlich entsprechend fiese Elementgebungen haben wird. Ich finde übrigens diese Rüstung finde ich sehr stylisch von Poké Poké. Das hat einfach was von einem Waldläufer. Gefällt mir einfach prinzipiell das Design. Es fühlt sich komisch an. Jetzt sind wir mittlerweile nur noch zu zweit unterwegs. Also ich und mein Monsti. Klar, wir haben Ena dabei, aber Ena unterstützt den Kampf nicht. Also sind wir ein bisschen auf uns gestellt. Aber okay. Kann ich mit umgehen. Jetzt auf jeden Fall, die Viecher werden jetzt halt gefährlicher. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir irgendwie zurück ins Dorf kommen können, weil mir das dann doch nicht so ganz wirklich passt, meine Quest, die ich angefangen habe, nicht abgeben zu können. Da mein Teleportpunkt. Kann ich zum Dorf zurück oder ist das so etwas, wo ich gerade nicht machen darf? Machen wir einfach mal safe. Doch, ich kann zurück ins Dorf. Okay, sehr gut. Das machen wir jetzt. Weil ich möchte meine Ausrüstung verbessern. Ich möchte alles Mögliche machen. Das kann ich jetzt aktuell nicht machen, weil ich einfach an der Stelle gezwungen bin, hier irgendwie anders klar zu kommen. Von dem her ist mir das ganz recht, dass ich jetzt hier zurück ins Dorf kann. Das wird jetzt relativ langweilig, in Anführungszeichen, für die Aufnahme. Deshalb würde ich sagen, ich würde mal das mal ganz kurz, da steht die Aufnahme, kurz mal abbrechen. Und dann würde ich dann weitermachen, sobald ich mit meinem Verbessern vorwärts gekommen bin. Von dem her, ja, bis gleich, ne? Bis später.